Heute Morgen sah ich einen Adler über dem Berg kreisen. Ich kam nicht umhin, an unseren Reichsadler zu denken, der uns die wahre Größe unserer Ideale zeigt. So majestätisch, so erhaben. Er kann von dort oben sicher die Italiener sehen. Wie dieser Raubvogel werde ich sie mir holen, einen nach dem anderen. Ich habe Sanitäter gesichtet. Ich bin verwundet, Sonny! Feindlicher Speer gesichtet! Panzer gesichtet, aufpassen! Da drüben, feindlicher Speer! Panzer in Sicht! Oh my God!
Maschinengewehr, eindeutig feindlich. Das ist ein Panzer! Sichtweite! Sanitäter! Sturmsoldat abgesichtet. Granate! Ah!
Hier, Munition. Ziemlich groß. Thank you.
Feindsoldat in Sicht! Verteidigt das Ziel! Granate! Ein feindlicher Tank! Feindlicher Sanitäter! Frische Munition! Aufpassen, Granate, raus! Seht ihr den? Sturmsoldat!
Seht ihr das? Luftschiff! Ich werfe eine Granate! Ich brauche Munition, schnell! Da ist ein Luftschiff! Schütz, ich werfe eine Granate! The Italian victory in the mountains meant that the Austro-Hungarian line was breached and its armies divided. Subsequently, the fighting moved south towards the Adriatic coast, where the Empire forces were determined to put up one last fight. Es ist keine Schande, eine Schlacht zu verlieren. Wir haben gekämpft wie die Löwen, aber sie waren stärker. An der Küste werden wir aufs Neue wie die Löwen kämpfen. Denn wir haben geschworen, die Ehre des Reiches zu verteidigen. Und als Männer von Ehre stehen wir zu unserem Wort.
feindlicher Bomber aufpassen! Sperr gesichtet! Bin hier auf eine Idee gestoßen! Sturmsoldaten in Sichtweite! Gesichtet, aufpassen! Maschinengewehr! Thank you.
feindlicher Panzer gesichtet. Italian victory, known as the Vittorio Veneto, brought an end to the war on the Italian front and resulted in the complete collapse of the Austro-Hungarian Empire. This also meant the war on the Western Front would soon come to an end.